So, hallo, ich begrüße euch zu einem kurzen SMW-Hack. Kurz heißt, vielleicht passt er in ein Video, wenn wir das Video länger machen. Ansonsten wären es vielleicht zwei oder drei Parts, je nachdem, wie doof ich mich anstelle. Der liebe Stevie ist mal wieder am Start. Magst du dich kurz vorstellen? Einer. Die, die dich vielleicht nicht mehr kennen. Nein, genau, der baut ja SMW-Hacks und der hat jetzt einen SMW-Hack gebaut, der an I Wanna Be the Guy, ans Original angelehnt ist. Das Oder Original und ein paar Fangames. einfach Ja. an das Konzept von I Wanna Be the Guy sozusagen. Genau. Also wir werden mit Stacheln konfrontiert und mit Früchten. Ganz genau. Und okay, ich bin sehr gespannt. Ja, das Ganze ist, wie es schon lest, eine Art Prototyp. Das heißt, es ist ein, in Anführungszeichen, kurzer Hack. Wenn das Ganze gut läuft, würde er auch einen größeren Hack in dieser Variante bauen wollen. Okay, Wie wir gucken uns das gesagt, einfach keine mal an. Demo, eher ein Prototyp. Ja. Es ist ein eigenes kleines Spiel. Es ist nicht unfertig. Alles klar. Und von der Schwierigkeit her, du hast gesagt, man kann Save States nutzen, man muss nicht unbedingt. Joa. Also du hast Speicherpunkte eingebaut, sodass es eigentlich ohne Save States spielbar ist. Genau. Okay. Jetzt hast du nicht, so lange nicht mehr SMW gespielt, aber hast du denn I Wanna Be the Guy gespielt? I Wanna Be the Guy habe ich gespielt, ja. Habe ich, so, hab ich glaube ich, Ja, als Let's Play sogar auf dem Kanal. Ich glaube, fast den letzten Boss habe ich nicht geschafft. Aber die Frage ist ansonsten. selbst, ob du hast jetzt so lange nicht mehr Wanna Be the Guy gespielt. Das ist richtig. Jetzt musst du dich an die Steuerung gewöhnen. Ach, ich habe einen Doppelsprung. Gut, das habe ich gerade vergessen. Aber man kommt ja zum Glück Du hast drauf. gerade so eben das Secret verpasst. Oh. Ich habe ein Secret verpasst. Ah, muss ich hier rein? Oh. Direkt ein Secret. So, viel Spaß. Danke. Und hier komme ich wieder zurück? Ja. Ah ja, okay. Okay. Gut. Jetzt muss ich mal in diese. Das ist jetzt ja auch gar nicht so die richtige SMW-Steuerung, das heißt. Oh Bruder. Das heißt, ich muss ein bisschen umdenken. Aber es gibt keinen speziellen Sprung. Also es gibt im Prinzip nur Springen und Schießen, richtig? Genau. Welche Taste ich benutze, ist also egal. Okay, gut. Ach du Grüne. Kannst diesen Room auch später machen, wenn du willst. Ja, wenn man kommt man da wieder hinzu. Also ja, stimmt, theoretisch ist er am Anfang direkt. Also dann können wir uns den aufheben. Ja, gute Idee. Wir heben Es uns gibt den noch ein auf. Secret. Alles klar. Ja, und notfalls, wenn es gar nichts ist, dann Es spiele gibt dann ich. noch ein Secret in dem Raum. Noch ein Secret, ja, Wahnsinn. Noch ein Secret. Dann gucken wir doch Also gleich nicht mal im weiter. Nebenraum, sondern hier, genau. Gucken wir doch gleich mal weiter. Ja, Mensch, ja, Mensch. Hey! Eine Katze, fällt die runter? Nein, okay. Das ist Uni, die Katze aus Japan. Sehr beliebt auf Twitter. Ah, okay. Alles, was ich auf Twitter aktuell recht mitbekomme, sind weniger Katzen. Aber ich würde gerne mehr von Katzen mitbekommen, als von dem, was ich mitbekomme. Aber gut, so. Ja. Ups. Stimmt, das ist ja hier gespeichert. Aber man kann, okay, das ist auch gut zu wissen, man kann den Speicherdings wechseln, wenn man eins eingesammelt hat. Ja, den kann man nicht Ah, das abschießen, war sondern dumm. einfach einsammeln wie ein Das war dumm. normaler Checkpoint. Ja. Ich finde, das ist ein bisschen besser, weil da kann man nicht so viel cheaten mit den Save Points, glaube ich. Ja, wenn man die abschießen konnte, konnte man teilweise, das ist richtig. Aber es kommt halt Ja. auch darauf an, wie man das als Entwickler aufbaut. Das war auch Und die in kann ich Kill the schon Guy nicht und anderen erschießen. Fangames auch so. Oh, das war dumm. Ja, da komme ich nicht hoch, ne? Nee. Okay, alles klar. Ja, und wenn es zu schwer werden sollte oder ich das Gefühl habe, es dauert zu lange, werde ich ein bisschen safe staten, aber immer mal gucken. Das kannst du ja. Habe ja auch eine Zeit lang diese Fan. Ach. Diesen. Wie hießen das jetzt wieder? Fangames. Ja, aber ich meine, das war. Och! War da, hieß irgendwas mit Maker? I wanna be the I Maker wanna oder so? make I wanna Maker, genau, das meinte ich. Das habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Auch das leider nicht aktuell weitergemacht. Ich würde so gerne das alles mal wieder spielen, aber man kommt einfach nicht dazu. Nur jetzt gerade in den Ferien halt so ein bisschen und jetzt ist dann eh, wenn die Woche rum ist. Schon wieder Schule.
So, war es nicht das Problem? Ah, habe ich eigentlich? Ja, okay, gut zu wissen. Der resettet nice. Sich, wenn ich... Wenn ich, Dings draufspringe. Der Doppelsprung. Sehr gut. Du solltest mal Camellia 3 spielen. I wanna kill the Camellia. Okay. Sagt mir jetzt namentlich nichts, aber es gibt ja auch so viele Fangames von I Wanna Be the Guy. Ach Mensch. Ja, Camellia 3 ist eine der schwierigsten. Schwerer als Boshi? Viel schwerer. Oh Bruder. Aber Boshi ist ja schon. Nicht so schwer wie Hoppel 2, aber am ziemlich. Kick dir in die Balls. Schwer. Okay, wow. Ja, dann. Ich habe erst die. Ich hab nur die erste Stage geschafft. Sonst dann nichts. Definitiv nicht. So, jetzt muss ich da ein bisschen aufpassen. Ja, hier sind die Delicious Fruits, aka ja. Die Cherries, aka die Äpfel. Ich glaube, ich habe immer Apfel dazu gesagt, ich weiß es nicht. Irgendwer hat mal gesagt, they're more like Jan Cherries. So, jetzt müsste ich da aber ja normal hochkommen. Ja, okay. Oh Gott. Mhm. Ja, okay. Präzise Sprünge. Ah, kriegen wir hin. Och nee, jetzt ist da. Ich dachte, ich hab gehofft, hier kommt ein Staped. Direkt am Anfang kommt keiner. Okay. Muss ich da noch runterkommen? Oh je. Nein! Passt. Ja, in dem Moment ist der Hack noch nicht moderiert worden. Der Moderator streamt die ganzen Hacks, die er moderiert, deshalb. Ja. Kam er noch nicht dazu. Er ist aber weit gekommen. Ziemlich weit gekommen. Okay. So. Ach. Glaube ich, werde mir da oben einen State setzen. Für die Zuschauer und für mich. Mhm. Biop hat das gestreamt. Ah. Der hat bestimmt ohne State gespielt. Oh, Bruder. Ja. Yep. Und dank ihm habe ich ein paar kleine Änderungen gemacht, die für die sicherlich jeder dankbar sein wird. Okay. Erstens, der Screen lädt schneller, wenn du stirbst. Und zweitens, ja, wirst du schon sehen. Mhm. Das heißt, davor war es schwerer? Nicht schwer, einfach ein bisschen langsamer. Ah, okay. Ein bisschen... Ja. Ja. Mal den Sprung da unten üben. Ah, zu bald. Er sieht gar nicht so schwer aus. Warum stelle ich mich da so an? Ja, okay, so muss ich das machen. Gut. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen am Stück. I Wanna Be the Guy hast du nie durchgespielt, hast du gesagt, oder? Nur den letzten Boss nicht, ansonsten alles. Nicht. Ich meine, den letzten Boss habe ich immer mal wieder probiert und aber nie geschafft. Ich glaube, ansonsten habe ich alles hochgeladen. Also bist du nie The Guy geworden? Nein, The Guy bin ich nie geworden. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Also man müsste jetzt mal das Let's Play anschauen. Ich meine, es ist bisher ohne finalen Boss. Also ich habe es immer mal wieder probiert und dann Versuche hochgeladen, aber ich habe es halt leider nie geschafft und irgendwann war mir dann die Zeit dafür zu schade. Solltest du mal I Wanna Be The Guy Remastered spielen? Irgendwann mal. Der Remaster kam 2020 raus. Oh Gott. Ja, die Pflichtsachen, die ich als nächstes auf jeden Fall spielen will, ist das neue Zelda. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Dann Metroid Prime 4. Das sind so die zwei, die ich mir irgendwie auf jeden Fall vornehme, irgendwann mal aufzunehmen und zu spielen. Aber und natürlich, am allerwichtigsten natürlich, VLDC 12. Yes. Nice. Sehr schön. So. Okay, ich muss kurz pausieren. Einen Moment.
So, zum Glück kann man OBS gut pausieren. Okay, da sind wir wieder. Okay, wir müssen hier den Sprung schaffen. Yes. Nice. Natürlich kriege ich noch keinen Checkpoint. Also wie gesagt, ja, Metroid Prime 4, das neue Zelda. Ja. Und natürlich VLDT12. Aber ist das, da hieß es doch mal irgendwie, dass, ich weiß gar nicht, wie das mit den VLDCs war. Also das VLDT12 habe ich seit schon fast 2 Jahren fertig. Ach nee. Stimmt, das war ja die Geschichte, wo du irgendwas an der Overworld gemacht hast. Oder nee, Quatsch, ihr hattet den gesamten Aufbau oder was gemacht. Genau, VLDC 11 und 12 war das. Da haben wir im letzten Part, sag ich, wo du dabei warst, schon mal drüber gesprochen, ich erinnere mich, ja. Genau. Ja, VLDC 11 kam Januar, nee, Februar 2022. Ja. Damn. Und VLDC 12 kam dann im Oktober im selben Jahr. Okay. Also schon fast 2 Jahre. Ja, je größer ein Hack ist, umso schwieriger ist halt dazu zu kommen. Nico hat auch jetzt deswegen habe ich den hier runtergeladen. Die haben, wie hieß das Ding? A Super And Mario Thing? Haben sie, glaube ich, jetzt so einen indirekten dritten Teil gemacht. Mhm, ja. Der aber nicht auf SMW Central gelandet ist, weil irgendwie ein Typ dabei ist, der nicht so. Der fragwürdige Dinge von sich gegeben hat. Natürlich. Jedenfalls gibt es einen ziemlich großen neuen Hack und auch das wäre was irgendwann mal, aber I don't know. Es gibt auch Sixpack, das ist VLDC 1 bis 6 alle Level in einem Hack. Das sind dann fast 500 Level und 622 Exits, also. Ja, Mensch. Ja. Ja. So, habe ich den das jetzt noch, wenn ich den einsammle? Nein, den habe ich nur, wenn ich in der Luft geblieben bin, sozusagen. Genau, das sind die Boshi Jump Refreshers. Okay. Ja, gut. Ah, okay, ich muss, wenn die ganz links ist, muss ich durch. Okay. Oh, ja, okay, dann muss ich von der anderen Seite. So. Okay. Gab's diese ganzen Elemente schon irgendwie auf SMW Central, die du jetzt einfügen musst, oder hast du die selber erstellen müssen? Die habe ich selber programmiert. Ach, krass. Also, die Jump Refresher, die Bären, nämlich die Bären, die Cherries sind, also die roten sind so Custom Roto-Discs, also diese Dinge aus Mario 3. Und die gelben sind Custom Boo-Ringe. Ja, okay, ja gut, die kann man ja gut ummodellieren, ja. Sag ich mal, aber jetzt eben, genau diese Jump Refresher sind nichts, was im normalen Mario vorkam. Ich muss auch sagen, dass der Hack fokussiert sich nicht so auf Traps und so, auf Trolls. Ja, das ist wahrscheinlich auch schwierig, das einzubauen, ne? Ach, nee, Mist. Nee, kann ich schon machen, aber ich hab einfach auf das Level-Design fokussiert. Okay. Finde ich aber gut, dann werde ich zumindest nicht verarscht. Ja, so Traps einbauen ging. Ich hab's nur, hatte einfach keinen Bock drauf. Okay. Sehr gut. Ja. Oh. Ach, weiß ich, habe ich geschossen. Ohne den oberen schaffen. Muss noch auf die Uhr gucken, weil ich ja gleich kurz weg muss. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich dann wieder da bin, können wir gleich weiter aufnehmen. Ja, kein Problem. Hoffentlich gefällt dir die Kirby-Musik. Absolut. Ich habe auch jemanden gefragt, der das Guilty Gear-Lied porten soll. Also okay. Das aus dem Original I Wanna Be The Guy. Das wäre dann passend. Das stimmt. Das aus der ersten Stage. So. Setz hier mal ein State, um das wieder zu testen, wie das hier funktioniert. Ja, okay, alles klar. Nice. Gut, brauche ich ihn gar nicht laden. Wunderbar, sehr schön. Aber man spielt irgendwie doch entspannter, wenn man weiß, man hat so ein kleines Backup. So.
Ja, und bis jetzt läuft's gut auf ZMZ. Ja, denke ich. Absolut. Ich sehe hier keine Fehler oder so. Okay. Aber es gibt sogar ein Update von ZMZ mit der neuen SNES 9X-Version. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Bruder! Jo, hi! ja. Da war dann doch mal eine kleine... Die Info musste ja sein, oder? Natürlich. Von wegen vorhin Thema Twitter, der ist ja voll am Trenden im Moment. Okay, dann muss ich bis da hoch einmal und dann geht's drüben weiter, alles klar. Okay. Tup, 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 tup. Ja, jetzt hier nice. Und hier. Ah, zu. Oh. Ich hab's im Gefühl gehabt, dass ich zu hoch bin, aber. Ich glaube, du hast keine Fangames gespielt, wo Miko vorkam, oder? Ich weiß, frag mich was Leichteres. Ich glaube nicht. Nee. Das sind eher so Avoidance-Dinger. Ja, ja. Der doch, kommt sie nicht in Boshi, aber vielleicht habe ich... In Boshi kommt die... Nee, in Boshi kommt die nicht vor. Echt? Nee, aber irgend so ähnlicher Charakter kommt in Boshi auf jeden Fall vor. Nee. Also Hello Kitty kommt vor. Ja, vielleicht denke ich auch an das. Keine Ahnung. Yes. Nice. Okay, ich krieg noch keinen Speicherpunkt. Ist die Frage, willst du mich mit dem Springboard hier verarschen? Und es geht hier drüben. Okay, hier drüben geht's nicht weiter. Ah, okay. Neuer Abschnitt. Gut. Nice. Ein paar Räume könnte man noch schaffen. Bevor Boshi habe ich nie durchgespielt, leider. Ja, da bin ich auch ganz weit. Ich glaube, bei Mario war Schluss bei mir, glaube ich. Ich bin mir auch da nicht sicher. Irgendwo war bei mir Schluss. Am weitesten kam ich, glaube ich, zur Ninja Gaiden Stage. Kam die vor oder nach Mario? Ganz lange nach Mario. Ja. Nee, Quatsch, bei Sonic war Schluss. Ja, bis, der ist auch. Bis Sonic habe ich gespielt, schlimm. So rum. Ja, bis Sonic habe ich gespielt. Sonic war mein Ende. Schlimm. Ah, no! Passt. Ja, das originale I Wanna Be The Guy habe ich durchgespielt, als ich 11 war. Also, ja. Ah, okay. Natürlich habe ich dann meine Skills, ne? Das ist richtig. Ja, aber bringt ja auch so viel. Hätte ich schon bedenken können. Ups. Ich habe es natürlich auf Medium gespielt, aber das Remastered habe ich dann auf Hard gespielt. Ja. Und vor kurzem auf Very Hard. Impossible mache ich nicht. Kannst du vergessen. Impossible war alles ohne einmal tot, ne? Ohne Saves. Ja, ohne Saves. Ja, genau. Es gibt einen Streamer auf Twitch, der macht Impossible Speedruns. Das glaube ich sofort auch. Und das ist... Nee, Mann. Ah, das ist mir zu... Das... Das ist für mich unmöglich. Kannst du auch links rum? Wie links rum? Ah. Kannst du die Wolke dadurch? Aber ich glaube, das wie. Habe ich bei ein paar Leuten gesehen. Ich glaube, die checken nicht, dass man da durch kann, die Wolke. Ach, hier meinst du jetzt. Genau hier. Ich glaube, das habe ich nach dem ersten Mal, wo ich den Ding aktiviert habe, habe ich das, glaube ich, sogar intuitiv gemacht. Bier wollte auch, dass ich Plattform-Jumps einbaue. Also, dass man, wenn man in der Plattform drin ist, immer noch springen kann. Aber weiß ich nicht. Das finde ich nicht so... Oh, nee. Nicht viel zu einfach. Sind das diese... Ah, die waren bei Maker, waren das so Holzteile irgendwie? Ja, genau. Das ist so ein I Wanna Be The Guy, like... Findest du zu eigentlich? Ich finde die unangenehm zu spielen irgendwie. Ja. Also bin ich ja fast froh, dass die... Ich finde die nicht so schön. Ich finde das nicht so schön. Ja.
Nee, also Level-Design. Ist jetzt auch nicht mein Favorite. So. Ach, verdammt. Okay, zack. Okay. Wie kriegen das hin? Ich glaube fest an dich. Manchmal. So, jetzt aber. Ah, okay. War besser, aber noch nicht perfekt. Okay, ich würde an der Stelle ganz kurz hier pausieren, weil ich ja kurz weg muss, hast du ja vorhin mitbekommen. Ich bin wahrscheinlich in 20 Minuten oder so hoffentlich wieder da. Dann, wenn du dann noch Zeit hast, können wir weitermachen. Okay, ja. Gut, dann pausiere ich einfach mal. So, weiter geht's. Ganz ohne einfach neuen Part, sondern es ist jetzt nur für uns ein paar Minuten später. Für das Video ändert sich gar nichts. Okay, ich muss nämlich neu orientieren, hier stehen geblieben. Da drüben sind diese Drehwolken, an denen bin ich bisher immer gescheitert. Du willst einen kleinen Tipp? Ja, wobei ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass da. Also, ich weiß im Prinzip, wie es geht, ich muss es halt nur umsetzen. Aber du darfst gerne mir einen Tipp geben, wenn er mir hilft. Klar. Ich stehe am besten ganz links, auf der ganz linken. Also von der Wolke. Ja. Auf dem linken Teil. Ja, das mich kurz umentschieden. So. Muss ich nur hochrechnen? Wir haben von 20 Minuten. Okay, also einfach immer zu dem, was ich jetzt da sehe, 20 dazu zählen. Ja, okay. Okay. Das war ein guter Tipp. Wie findest du die Steuerung eigentlich? Fühlt sich an wie I Wanna Be the Guy? Ja. Oder? Ja, absolut. Also ich könnte mir das jetzt so, wie es ist, genauso eben. Deswegen habe ich vorhin an dieses I Wanna Maker gedacht. Könnte ich mir genauso da vorstellen als eine von so und so. Das sind ja auch. Ach mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Das sind ja auch so kleinere Level-Abschnitte, sag ich mal, gewesen. Ja, ich habe versucht, so gut wie möglich die Physiken umzuändern, aber es ist natürlich nicht perfekt. Nö, aber es fühlt sich schon, also ich. Man hätte es mir jetzt auch als I Wanna Be the Guy-Spiel direkt verkaufen können. Ich sehe da nichts, was. Also wenn du es mir so gegeben hättest und ich nicht wüsste, dass ich eine Mario-ROM-Hack. Dass ich eine Mario-ROM gehackt habe, dann wäre es eigentlich für mich nicht erkennbar. Okay. Ich dachte, das geht schief. Übrigens nachgeschaut, ich habe kein I Wanna Be The Guy LP von dir gefunden. Das kann nicht sein. Also ein LP gibt's auf jeden Fall. Vielleicht ist es Lost Media. Das kann doch nicht weg sein. Ich habe nichts gelöscht. Also du hast fast 7000 Videos, ich kann da jetzt nicht nachschauen, aber beim Googlen habe ich nichts gefunden. Nicht beim Google, beim YouTube. Was hast du denn eingegeben? Conan Kuhn 88, I Wanna Be the Guy. Und da kommt nichts? Nö. What? Kommt ein LP von einem anderen Typen, aber von dir nicht. What? Okay. Very weird. Du kannst ja mal auf meine Playlists gehen und da I Wanna Be the Guy eingeben. Stimmt ja, du kannst ja jetzt Dinge eingeben im. Also du müsstest ja über meinen Kanal direkt suchen können, I Wanna Be The Guy. Jetzt kann ich noch am PC, Moment. Aber dass YouTube das in der Suche nicht anzeigt, ist schon wieder sehr irritierend. Ist ja auch sicher ein altes LP, oder? Ja, es ist sehr alt. Ich habe das hundertprozentig gespielt, ich bin noch nicht bescheuert. Also ich sehe. Ich sehe Boshi, ja. Aber
Wanna Warp the Worlds. Ja, genau, ich habe einige Fangames habe ich auch gespielt, richtig. I Wanna Be the Emero, interessant. Ja, das war auch so ein kurzes Fangame. I Wanna Run the Marathon, das habe ich auch durchgespielt. Nice. Aber hast du es geschafft? Yes. Nice. So, der Raum ist lustig. Und der wurde auch heavy genervt. Okay. Seit. Bei mir sieht es ganz lustig aus, weil es in 30 FPS ist. Ich glaub's ja. Diese zwei Kirschen. Ah, ist mal wieder. Ja, manche Playtester waren das ein bisschen zu krass. Ich hatte einen Playtester, der spielte I Wanna Be the Guy und hatte auch mal Majax gespielt. Mhm. Und er kam ganz gut durch. Okay. Also, der war schon davor schlimmer, der Raum, als jetzt. Ja. Okay. Also. Was war da anders alles? Es gab ein paar mehr Kirschen. Okay. Und ein paar mehr Spikes. Okay. Ich glaube, so wie ich sehe, reicht es schon. Ach, mein Gott. So, ich glaube. Nee, ich finde keinen I Wanna Be the Guy LP von dir hier. Das gibt's da nicht. Das muss ich nachher mal gucken, was da los ist. Es gibt Fangames, aber nicht das, so, nicht das OG. Hey, ich hab das doch gespielt. Hab ich da. War das vielleicht. Ah, pass auf. Könnte es nicht als Let's Play gewesen. Hab ich das im Stream. Nee, aber ich hab. Ich hab aber auch Let's Play. Ich bin verwirrt. Vielleicht habe ich es im Stream gespielt. Das könnte sein, dass es in meinen. Das ist bei meinen Twitch-Sachen. Aber dann müsst ihr trotzdem in der Suche auftauchen. Tipp mal Konnenkun 88 IWBD. Also nicht einfach das Gesamte, sondern einfach nur die Kurzfassung. Vielleicht tauchen dann meine Stream-Videos auf. Nö, nur Fangames. Das gibt's ja nicht. Na gut. Oder Moment. Ich sehe hier Livestream am 29.10. Und da steht Isaac, I Wanna Be the Guy und Super Meat Boy. Ha! Okay, dann habe ich es im Stream gespielt, das kann auch sein. Aber ich meine, ich hätte auch so ein paar. Vielleicht habe ich dann auch immer im Stream den Boss noch ein paar Mal probiert. Das kann alles durchaus sein. Jedenfalls habe ich den Boss nie abgeschlossen. Okay, dann war es gar kein Let's Play. Ja, guck mal. Dann haben wir das als Stream gemacht. Ja, das kann sein. Gott, ist das leider. So lange ist das her. Hilfe. Kannst auch versuchen, über die Kirsche. Oh! Mhm. Ja, auch wieder ein sehr guter Tipp. Drunter durch hat zwar auch funktioniert, aber das ist besser, ja. Ja, absolut gut. Sehr, sehr gut. Aber hier komme ich nicht schnell genug rüber. Was mache ich da falsch? Ich kann ja nicht später loslegen. Ich muss eben. Man muss schon relativ schnell da sein, oder? Oder gibt es da einen Trick? Gibt auch einen Trick. Was? Also so rüberlaufen geht, glaube ich, nicht. Ach, dann, okay. Muss ich einen kleinen Sprung machen? Wait, muss ich, aber los, hier an der halt. Seite kommen. Komme ich da an der Seite dran vorbei? Aber das ist ein bisschen schwerer. Aber was kann da der Trick sein? Du sagst, es gibt einen Trick. Wie gesagt, nur laufen geht nicht. Also einen kleinen Sprung machen, oder was? Ah, ja, okay. Ja, got nice. It. I got it. Ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Ach, Mist. Ich habe auch mal im VLDC11 LP gesagt, wenn ich mal ein I Wanna Be the Guy Fangame mache, dann musst du es spielen und naja, hier sind wir. Dass du das noch weißt. Natürlich. Wahnsinn, ich wüsste nichts mehr, was in VLDC11 Let's Play gesagt wurde. Ich wüsste nicht mal irgendein Level davon noch. Also, ist weg. Meine Erinnerung bezieht sich auf das letzte Schuljahr. Alles andere ist überschrieben. Ah, so. Okay, das war nicht genug. Ich muss vorher einen Sprung setzen, dann nochmal einen Sprung und dann die Dinger einsammeln.
Na, zu bald. Na. Bin ich eigentlich von der Geschwindigkeit her, so wie du es in etwa vorgestellt hast, oder zu langsam? Schwierige Frage. Ja, das geht eigentlich. Okay. Das würde vielleicht klappen. Okay. Yes. Okay, nice. Ah, oh, ich krieg direkt Checkpoint. Sehr schön. Sehr freundlich. So, kann ich die abschießen? Nein, okay. Ja, die Stelle ist auch aus Bosch inspiriert. Und dann in der Cheetah Man Stage gab es auch so einen Lakitu. Ja, das kann sein. Okay, das geht aber sogar ganz gut. Wenn es bis gerade ging, aua. Ganz gut. Die Frage ist nur, ob der mich jetzt in mehrere Räume begleitet oder ein Einraum-Gimmick ist. Ach, du Bruder. Der ist aber dann auch neu programmiert worden, oder? Genau. Ja. Dachte ich mir. Natürlich begleitet er mich weiter. Oh. Es war so klar. Das fand ich schlecht. Es war so klar, dass ich es nicht auf Anhieb schaffen werde. Ich werde nie einen Raum auf Anhieb schaffen. Ich werde immer einmal erst mindestens schief gehen. Ganz typische Spielregel. Und dann kommt man auch erstmal nicht mehr dorthin, wo man schon hingekommen ist. Gibt es einen Namen für dieses Phänomen überhaupt? Nee. Weil das passiert mir andauernd auch. Es ist, auch wenn ich anderen Leuten beim Spielen zuschaue, es ist so was ganz Typisches einfach. Es liegt, glaube ich, daran, weil man das erste Mal noch entspannt ist, weil man nicht weiß, was kommt. Und wenn man weiß, was kommt, ist man zu sehr darauf konzentriert und konzentriert sich nicht mehr auf die Sachen, die man jetzt erst nochmal machen muss. Weiß es nicht, aber es ist so was ganz Typisches. So, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus wieder hier. Oh, Bruder! Da dachte ich bin weit genug drüben. Boah, nix. Ah, das geht. Ich bin andauernd beim Dark Souls oder so spielen. Oh, Bruder. Das spiele ich zum Glück nicht. Das habe ich. Ich schaue es nur bei Hübi, aber das wäre nichts für mich. Auch Elden Ring, da wäre ich raus. Das wäre nichts für mich. Es wird mich zwar total reizen, es mal auszuprobieren, aber das sind so riesige Spiele. Nee. Nee. Man kann nicht. So, wir machen Spaß. Man kann nicht alles spielen. Aber bist du dann Elden Ring technisch auch unterwegs, oder? Ich hab's gespielt, aber leider nie durchgespielt. Okay, wo hast du aufgehört? Bei Malekith Boss. Okay. Also, das ist dann, weiß nicht, wie weit im Spiel. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber sagt dir das Godskin-Duo was? Das habe ich, ja. Das ist in derselben Area. Das habe ich. Die habe ich besiegt, ja. Die sind in derselben Area. Das Godskin-Duo und der Malekith. Ja, die sind ja gefühlt überall. Diese Godskin. Also die werden ja die ganze Zeit reused. Ja, die werden dann später, glaube ich, reused. Aber die kommen zuerst als Boss vor. Wie so viele Gegner in Dark Souls. Also kommt drauf an, wie du, glaube ich, vorangehst. So in so Zwischenhöhlen sind die auch als Einzelboss sozusagen zu finden. Vielleicht, ja, aber... Das war ja. Nämlich das, was eben der Hübi, den ich schaue, was den so massiv aufgeregt hat, dass die immer wieder aufgetaucht sind. Und dann hat er irgendwann erstmal geragequittet, als die wieder aufgetaucht sind. Deswegen wollte ich mich jetzt interessieren, was du so vom Godskin-Duo hältst. Also den Boss fand ich sehr schlimm. Okay. Dann sind wir hier. Autoscroller. Jetzt scrollt's auf einmal. Ja. Aber sehr angenehmes Autoscrolling bisher.
Es war bestimmt wieder das Ende vom Raum. Hundertprozentig war es wieder das Ende vom Raum. Aber es spielt sich sehr angenehm. Also nochmal zu Dark Souls. Es gibt dann zwei Beispiele. Der Taurus-Dämon und dieser Ziegendämon. Die kommen zuerst als Boss vor. Und dann später im Spiel werden die einfach gespammt. Ah. In einen der Areas. Ich vergesse, wie es heißt. Es ist die Lava-Welt. Weil das Spiel ist dann ja auch. Er hat dann weniger Probleme mit solchen Gegnern, weißt du? Ja, das ist richtig. So gegen Ende des Spiels. Ich habe halt nur mitbekommen, dass bei Elden Ring die hohe Bossanzahl eigentlich nur dadurch zustande kommt. Ich bin sein Dumm. Okay, ja, Bosse werden sehr oft reused. Ja, richtig. Also zum Beispiel dieser, was auch so ein Beispiel ist, was immer wieder aufgetaucht ist, ist dieser, ich glaube, Todesvogel heißt das Ding oder so. Der kommt auch immer wieder auf der Weltkarte vor. Diese Bäume tauchen immer wieder auf. So. Okay. Was jetzt? Es ist noch nicht vorbei. Nee, es ist immer noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Oh, nice. Jetzt muss ich nur noch zu dem Ding da oben hinkommen. Sehr schön. GG. Okay, schön. Jetzt sind wir im Fortress of the Guy. Ja. Nicht offiziell. Ich erkenne es an der Struktur. Hast du auch so einen Aufzug eingebaut? Ich hoffe nicht. Nee, nicht unbedingt. Sehr gut. Das war eine fiese Stelle. Ach, ich kann ja schießen, ich Trottel. Ich wollte schon sagen, wie komme ich an dem vorbei, aber ja. Indem ich ihn erschieße. Ja, die kann ich auch erschießen, gut. Sehr gut. Erkennst du die Musik? Nee. Müsste ich? Du spielst ja Zelda, oder? Ah, das ist von irgendeinem Zelda, okay. Ah, ich könnte es jetzt keinem Zelda zuordnen, aber es klingt nach einem relativ alten Zelda. Ich glaube, der ist auch der am wenigst beliebte. Ah, dann ist es von Zelda 2. Nee, Oracle of Seasons. Ah, ja, okay. Würde ich nicht als unbeliebt, nur, glaube ich, von der Musik her noch ein bisschen unbekannter. Aber ja, finde ich, fand die sogar sehr gut, die Teile. Hm. Seasons und Ages, großartige Spiele. Aber ja. Kommt direkt Erinnerung, wenn du es jetzt, wo du es sagst. Ich glaube, das unbeliebteste Zelda ist Zelda 2. Ja, yeah, true. Ah, nice. Sehr schön. So. Aber das ist auch außer Konkurrenz, glaube ich, das unbeliebteste Zelda. Ist aber auch das Einzige, was sich so komisch spielt. Also ich habe es ja selber nur, glaube ich, mal angespielt. Nie war... Oh, cool. Okay, nice. Schlüssel. Kommst gut durch. Auch ein Schlüssel. Das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Okay, da muss ich noch einen besseren... Das war... Okay, ich muss da warten. Muss ich noch ein besseres Timing erwischen. Ich muss direkt weiter, glaube ich. Ich muss direkt weiter, wenn ich da drauf bin. Aber das könnte funktionieren. Ja. Okay, alles klar. Passt. Sehr gut. Ich kann einfach runterlaufen. Das ist auch gut so.
Das macht's noch einfacher. Das ist sogar sehr gut. Weil es immer funktioniert. Nur noch den Schlüssel mitnehmen. Und nicht sterben. Yes! Aber was passiert jetzt? Darf direkt wieder speichern. Cool. Mhm. So. Okay, ich krieg einen Schlüssel. Ein Schlüssel öffnet alle Blöcke. Ach so. Oh. Da gehe ich vor Freude erstmal ein Lavabad nehmen. Ich dachte jetzt so, vielleicht ist es jetzt so ein Ding, du musst für den anderen Schlüssel musst du nochmal zurück in den anderen Raum und den nochmal holen und so ein Hin und Her. Hätte auch, wäre auch interessant geworden. Aber das wäre ja ein furchtbares Level-Design. Wie würde sowas denn machen? Zwinker. Naja, grundsätzlich wäre es möglich gewesen. Weil so schlimm war es jetzt nicht, diesen Kreis zu spielen. Ja. Den kann man schon ein paar Mal... Also... Ja, hi! Da ist sie nochmal. Den kann man schon ein paar Mal spielen, den Kreis. Okay, da muss ich schneller sein. Und vor allem so landen, dass ich gleich wieder abspringen kann. Ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles ganz entspannt hier. So. Ja, oh, ich dachte, ich kann nochmal springen. Schade. Früh gefreut. Ah, den dritten Sprung nimmt er immer noch nicht. Ich noch ein bisschen. Bisschen schneller drücken. Yes! Kommt die nochmal? Nein. Okay. Der Miku-Spread ist aus dem Spiel Miku and Pop. Und der wurde auch in I Wanna Kill the Chameleon benutzt. Ah, okay. Und von dort habe ich den Spread. Gab es die dann zumindest in irgendeinem von den Fangames, was ich gespielt? Ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich in irgendeinem Spiel... Also den Spread, diesen Spread nicht, aber weiß ich nicht. Nee, aber Miku an sich, ich kann mich an irgendwas erinnern mit der, aber keine Ahnung. In welchem das war. Wann war es vielleicht in irgendeinem Fangame? Die gab es auf jeden Fall. In irgendeiner Variante gab es die. Vielleicht Random Mare? Ach ja, stimmt. Hier gibt es ein Secret. Vielleicht den I Wanna Run the Marathon vielleicht? Kann sein, ich weiß es, wie gesagt, ja selber nicht mehr. Meine ich mich nur zu erinnern, dass ich die schon mal in irgendeiner Variante in so einem Aushalten-Ding gesehen habe. Hier gibt's ein Secret. Genau. Aber ich meine, hier links muss ich ja dann eh nachher durch. Ja, links ist dann vorbei. Dann kann's ja nur rechts sein. Zumindest nicht hier. Also da war es schon warm. Aber wahrscheinlich muss ich dann von ganz oben runterfallen. Lass dich dann mal das selber rausfinden. Alles klar. Aber ja, dieser Miku-Spread war in einem Avoidance mit ihr. Ja. Avoidance-Kampf. Okay. Ich kann keine Avoidances, ich bin dann nicht gut drin. Ich kann vor allem die nicht programmieren. Biop hat gehofft, dass dieser Hack so ein Avoidance Ja, der liebt die Dinger, glaube ich. Ja, aber ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie man das macht. Diese ganzen Patterns. Er hat sowas gemacht in seinem Kaizo-Level-Design-Contest. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man so Patterns und so Zeugs macht. Ich habe vor allem keine Ahnung, das macht für ihn mehr Sinn, wie man mit Cluster-Sprites arbeitet. Das muss ich dann auch lernen, weil die sind wichtig für solche Bullet-Hell-Sachen. Okay, da ist auch nix. Da könnte was sein. Aber ich bin die ganze Wand runtergerutscht. Ja, du musst es halt anders versuchen. Okay. Ja, jetzt kannst du dann nicht mehr den Buff weg.
Also auf der Höhe scheint nichts zu sein. Nee. Oh je. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Mathematik in diesen ganzen Patterns, die man da programmiert. Das ich ist bin gut da möglich, ja. Nicht. Generell in ASM bin ich immer noch ein kleiner Noob. Aber ja, so einfache Sachen kann ich schon programmieren. Aber nee, solche Advanced Sachen, nee. Aber sehe ich das jetzt richtig, dass ich dann durch die Wand an der Stelle irgendwo durch kann, oder? Könntest du ja. Ah. Weil wenn ich jetzt als Spieler das vermuten würde, dass da was ist, glaube ich, mittlerweile würde ich es nicht mehr vermuten. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Nimm mir erstmal den Schlüssel. Okay. Ach, ist dann da ein Schlüsselblock, der weggeht? Aber dann falle ich ja unten durch. Perhaps. Okay. Ja. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen, das habe ich vergessen. Du warst bei, glaube ich, ASMR und... Roldens und... Nee, ASM, was für ein ASMR? Stimmt. Das R hinten gehört weg, ja, richtig. Das ist wie, wenn ich anstatt HDMI sage ich HDMA. Ja. Andauernd. So. Ah, ja, nice. Moin. kannst du zurückspulen, wenn du willst, um es dir genauer anzuschauen. Ich wusste nicht, dass ich da gleich sterbe. Yay. Alles klar. Ist da der komplette Boden? Ja, okay. Also man stirbt überall. Ja, dann mal frohe Weihnachten dir noch. Ja, danke. Ja, moin. So, jetzt muss ich hier nur noch den Sprung hinkriegen. Sehr gut. Ja, ich wusste genau, dass du den Hack spielen wirst, deshalb habe ich das da eingebaut. Du wusstest es genau? Ja. Natürlich. Du hast Glück gehabt, dass jetzt gerade Ferien sind, sonst hätte ich wahrscheinlich ziemlich sicher gesagt, irgendwann und würde dann nicht mehr drauf zurückkommen, weil ich, ja. Wie gesagt, das ist auch, das ist alles schwierig. Mhm. So. Okay, neuer Versuch. Yes. Ach ja, was ich sagen wollte, ich bin ein eher visueller Lerner. Ja. Also solche Tutorials durchlesen. Das hilft mir nicht unbedingt so weit. Ich muss sehen, wie Sachen funktionieren und wie man Sachen, also ASM-Zeugs, benutzen kann. Ja, du kannst ja... Weißt du? Wait. Oh, ja. Ja. Ah, ich verstehe. Einfach was durchlesen, finde ich, weiß nicht. Ich will gar nicht so viel auslösen. Okay, da muss ich jetzt sehr strategisch vorgehen. Ja, würde das gehen? Nee. Okay, mach. Ich glaube, ich kann den. Nein! Aber ich glaube, das müsste gehen. Muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, wenn ich die zwei mittleren lasse, wird es schon, glaube ich, reichen. Wenn wir gleich sehen. Wie machen wir das am blödsten? So. Ja, das würde reichen. Okay, sehr gut. Dann kann ich das angehen. Ach. Dann kann ich das probieren. Den jetzt ausgelöst. Nicht mitbekommen. Sehr gut. Ja, sehr schön. So, okay. Gute Voraussetzung. Vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob ich da drüben wieder hoch, aber es müsste eigentlich auch gehen. Doch. Doch. Ja. Yes. Nice. So. Den kann man erstmal erschießen. Dann springen, wenn das halt da unten ist. Nice. Okay. Gut. Mehr Schlüssel. Oh. Irgendwas hat mir gesagt, ich kann da stehen. Konnte ich nicht. Ja, und hier kommt das, was ich vorhin gesagt habe. Schlechtes Level-Design. Nee, natürlich nicht. Na, würde ich nicht sagen. Nee, ich finde es ganz cool.
Dieser Raum ist ein bisschen von Cooler Cruel inspiriert, diesen einen Raum da. Ja. Ja, so im Kreis laufen, das ist ja schon in Ordnung, ja. wenn's. Ach, verflucht. Das habe ich nicht gerafft. Guter Block. Den habe ich die ganze Zeit nicht wahrgenommen, dass da oben ein Schlüsselblock ist, bis ich reingefallen bin. Der ist wirklich frech. Ich hätte den vielleicht gelb machen sollen, damit der mit den Bären verschmilzt. Ja, aber dann... So ein bisschen. Nicht würde die Falle ja gar nicht funktionieren. Ja, einfach die Schlüssel austauschen. Ach so, ja. Auch. Ja, okay. Ich muss jetzt trotzdem erstmal verstehen, wie ich an dem vorbeikomme. Ah, okay. Oh, nice safe spot. Oh, okay. Fast. Ja, stimmt, da konnte ich stehen. Da kann ich dann ein bisschen entspannen. Ja, das geht. Wenn man weiß, wie es geht, geht's. Oh, Bruder. Entspannen geht nur ein bisschen weiter rechts. Okay. Ich schließe mal ein Fenster. Mach das. Sonst wird's zu laut. So. Ich habe gar nichts gehört, aber ja. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Compression an, aber ja. Okay. Viele Kinder da draußen. Nee, hab ich nicht wahrgenommen. Aber es kann auch sein, dass man sie hört, aber ich sie einfach nicht wahrnehme. Habe ich vorhin durch Zufall echt eine gute Stelle erwischt. Ja, muss da ganz rechts stehen an der Ecke. Ja. Okay. So, genau. So, und jetzt ganz entspannt einfach nur nochmal runtersegeln. Sehr schön. Idee. Ja. Dieser infamous Raum. Kann ich da drauf stehen? Ja, sehr gut. Oh, und jetzt wieder zurück. Oh, okay, zurück. Ja, okay, zurück. Gestaltet sich etwas anders als. Okay, du bist da viel schneller durch, als ich gedacht habe. Die meisten haben da wirklich gestruggelt bei diesem Raum. Warum? Ja. Ja, easy. weiß nicht. Also noch bin ich ja nicht durch. Da oben sieht nicht schön aus, aber. Ja, aber diese erste Stelle haben die wirklich gestruggelt, bis sie das dann kapiert haben, wie es funktioniert. Okay, aber ich komme noch nicht zurück, also das muss ich auch noch sagen. Ja. Hinwärts war einfach, aber zurück ist noch nicht so. Muss ich noch rauskriegen. Vielleicht muss ich nächstes Mal bessere Playtester suchen. Nee. Wo hatten die Probleme hauptsächlich? Also auch wenn ich jetzt wieder zwischenzeitlich sterbe. Aber hin und zurück gehen. Vor allem. Also zurück habe ich ja auch bisher Probleme. Auf die Bullets landen und dann durch die Stacheln. Okay. Ja, jetzt struggle ich auch kurz, aber einfach nur, weil ich schon hinten war. Ja. Wieder diesen Effekt. Die Stacheln waren hier auch. Also ich habe hier kleine Stacheln gesetzt. Da waren für größere Stacheln. Also okay. Der Sprung war viel schwerer. Ah, okay. Ja, vielleicht ist es dann jetzt schon deswegen leichter für mich. Aber ich muss mal überlegen, wie ich jetzt da zurückkomme. Der ist so schon mal nicht. Genau so. Ich glaube, da muss ich noch eine Runde warten, dass mehr auftauchen. Oder ich stelle es mir jetzt zu kompliziert vor. Was ist der Unterschied, dass die da oben rot... Ach, ich kann wahrscheinlich nicht draufspringen, oder? Genau. Oh. Die sind in Lava getunkt worden. Verdammt. Oh je. Oh nee, dann muss ich ja nochmal da hinten oder da unten den... Oh je, okay. Das wird dann beim zweiten Mal... Schlechtes Level-Design. Nein. Aber es wird dann beim zweiten Mal noch etwas... Ah, ja. Nice. I see. Gut. So.
Hier ein kleiner Tipp. Wenn du den Koffer die Decke haust, nicht sofort double jumpen. Weil es wahrscheinlich zu, also nicht zu schnell wieder unten ist. Genau. Ja. Ja. Okay. Genau, ich wusste, dass das I wanna be the guy Blut noch in dir. Ach Mist. Ja. Obwohl ich ja, wie gesagt, nie den letzten Boss geschafft habe. Ja, das. Also warst du bei der zweiten Phase schon? Ja, ja. Also ich meine, ich hätte ihn. Ich meine, ich wäre sozusagen immer fast durch, aber ich habe es halt nie komplett geschafft. Dann irgendwann einfach nicht die Geduld gehabt, das immer wieder zu probieren, weil man halt nicht unendlich viel Zeit hat. Leider. Ich glaube, bei einem vollen Hack werde ich ein paar Leute aufzwingen, so Stimmen zu machen, so Voice Acting. Okay. Ja, I Wanna Be The Guard, ja, auch Voice Acting. Naja, ich weiß schon. Aber kann man das so einfach in SMV einbauen? Ja, einfach in ein BRR-Sample konvertieren. Natürlich muss es dann ganz klein sein, die Datei, ne? Okay. Weil schon ein paar Kilobytes sind riesig für SMV. Ja. Für eine Nintendo, für eine SNES-ROM. Ja, eben. Oh, Bruder. So. Das war zu bald, ja. Ja. Ja, da muss ich ein Gefühl dafür bekommen. Ich weiß nicht, ob dieser eine spanische oder so Hack, der hatte auch so ein I Wanna Be The Guy Level, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der auch Voice Acting hatte. Da gab es auch so ein Cuphead. Ich erinnere mich, was. Ich glaube, Xala Bias or something. Ja. Ja. Hey. Nice. Okay. Nice. Okay. So, an sich haben wir es jetzt theoretisch. Wenn ich jetzt nicht die Dinge versaue, die ich schon mal geschafft habe. Ach, Bruder. Oh, nein. Ah. Die Anspannung ist real. Ja. Das ist auch das Schlimme, du kannst nicht vorspulen beim Live-Spielen, ne? Also ich kann nicht vorspulen. Ja, gut. Das ist wie wenn du einem Streamer sagst, oh, ich wollte gerade das Video vorspulen. Das sagt dem Streamer so, okay, das ist der Lux. Dir gefällt mein Content gerade nicht. Das hat der Lux mal gemacht beim Evil Contest 2 aufnehmen. Daran kann ich mich erinnern. Ah. Etwas machen, was man gerade eben schon problemlos mehrmals gemacht hat. Warum ist das so schwer? Wenn es eine andere Situation ist. Geht doch. Okay, nice. Geht doch. So. So. Jetzt haben wir hier so ein paar lustige, nur knapp runterfallen Dinger. Okay. Ach ja, komm. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie auf dem Rückweg irgendwas passieren muss. Kann ich jetzt aber schon mal testen. Ja, okay. Muss ich ein bisschen schneller hoch. Da. Ja. Platsch. Okay, ja, das geht ganz gut. Zum Glück muss ich
nicht schnell runter und das runter kann ich in Ruhe machen. Nur das hoch muss dann schnell gehen. Okay. So. Nice. Und nochmal das gleiche. Ja. Mal hier drüben an, dass wir das auch mal ein bisschen üben vorher und ich nur nicht nur das Grüne spiele. Auch wenn es wahrscheinlich wirklich eigentlich genau das gleiche ist. Den grünen Pirschen kannst du ja ausweichen. Einfach mal. Muss mal ganz kurz wieder pausieren, Moment. Okay. So, machen wir weiter. Wenn keiner reagiert, ist egal. Hab nur an meine Tür geklopft. So. Okay. Ach Mensch. Nope. Fies wäre es ja jetzt gewesen, wenn du jetzt an der Stelle jetzt schon die gelben Dinger hochschicken würdest. Ja, das wäre dann nicht machbar. So ein kleiner Troll, dass man die später erwartet und dann kommen die sofort. Ach so, ja. Ah, okay, ich muss zur anderen Seite. Okay, ja, genau. Links kannst du da nicht... Muss immer nach rechts danach. Ja. I see. Okay, wir sind wieder bei der Situation, dass wir es eigentlich jetzt dass wir es eigentlich jetzt geschafft haben und wir nur noch das machen müssen, was wir schon mal geschafft haben. Hat dann nicht so ganz geklappt. Es ist die Anspannung. Ja. Dieses arme Kind, ständig am Platzen. Ja, absolut. Ja. Lernen mit Schmerz. Das Witzige ist auch, die meisten Wanna Be The Guy Fangames sind so 800 auf 600 Pixel und The Kid ist ja richtig klein, ne? Ja. Aber verglichen mit Mario, oh nice, GG, ist eigentlich fast so groß, wenn nicht ein bisschen größer. So, jetzt, ja, viel Glück. Okay. Ich habe gesagt, kein Aufzug. Kein Aufzug, nee, das ist kein Aufzug. Ja. Ja, beim Aufzug war ja das Böse, dass der so unfassbar schnell geworden ist. Ja. Und du da einfach nur hin und her rennen musstest irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Das war irgendwie ganz weird. Ich habe ja auch dieselbe Musik benutzt. Ah, okay. Ja, der Part ist auch tough. Ich erlaube dir, mit Safe Space zu arbeiten, wenn es zu nervig wird. Alles klar. Mhm. Boah, Bruder. Okay. Ist ja auch ein kleines Problem, weil
wenn ich dir die erlaube zu safe staten, aber die Lava dich dann trotzdem am Ende erwischt, dann ja. Ja. Ah, zu langsam. Ah, zu. Höchste Konzentration. Absolut. Absolut. Nicht hier unten jetzt sterben anfangen. Nicht hier unten jetzt sterben anfangen. Da haben wir keine Zeit für. Wir wollen nur oben. Ich erlaube dir, bei dem ersten Bullet Bills ein Safe zu setzen. Dann schauen wir, ob das dann funktioniert oder nicht. Ah, ich will noch keine Safe Sets nutzen. Okay. Mhm. Ah, okay. Oh. Gut. Schon weiter. Auch komme ich ganz gut hoch, also da setze ich noch keine Snakes. Die Schwierigkeit ist übrigens very hard. Also, es ist nicht Kaizo, Leute. Ja, richtig. Das ist auch bisher noch nicht Kaizo. Also, das ist ja alles noch. Bisher war alles ohne Safe States machbar. Ja. Absolut. Deswegen will ich eigentlich auch aktuell keine nutzen. Also, in Kaizo, also hier in diesem Stage ist es nicht der Fall. Aber in Kaizo hast du nirgendwo sichere Stellen, wo du einfach stehen und durchatmen kannst. Du musst immer durch, alles richtig machen. Das ist nicht so. Das ist hier nicht so. Wie gesagt, nicht hier in diesem Abteil, aber sonst hast du Zeit zum Nachdenken. Ja, richtig. Wobei du auch nicht, schon, also in so normalen Kais und Marios hast du schon auch Zeit zum Nachdenken. So ist jetzt nicht. Ja. Nicht immer, wie aber... Gesagt, ich spiele kein Kaizo, also kann ich das... Ja. Was ich gesehen habe, sehr viel Momentum-based Sachen. Sehr viel nicht nachdenken, du musst alles richtig machen. Ah, verdammt! Ja. Habe ich niedriger geschätzt. Ich habe mich schon wieder bei den Pfeilen gesehen, aber das hat nicht funktioniert. Bei den Pfeilen? Ach ja, die Dinge. Ja, die Sprung-Reset-Teile. Oh, jetzt aber. Oh. Damn. Ich hab mich wieder bei den Pfeilen gesehen, aber es hat nicht funktioniert. Ich dachte, den erwische ich nicht und dann habe ich das auch nur so halb erwischt. Oh, jetzt aber. Nein, ich habe den erst mitgenommen! Ja. Den hätte ich nicht einsammeln dürfen. Kannst auch direkt vom zweiten Bullet Bill in die
Pfeile reinspringen und dann nach oben. Ich hab den ja auch gerade nicht wirklich absichtlich mitgenommen. Hm. Ach, Bruder. Jetzt habe ich mir jetzt zu lange Zeit gelassen. Ich frage mich, ob ich da schneller sein kann oder muss vielleicht sogar. Ach, Mist. Na. Oh. Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Will ich das weiterspielen? Aha. Probieren es. Okay. Ja. Hat sich eh erledigt. Ah, Hilfe. Muss mal ganz kurz hier durchschnaufen. So. Quatsch, Kollege. So. Ah, zu hoch wieder. Okay, okay. Aber wir waren wieder da. Ja, du warst aber gut unterwegs, von der Geschwindigkeit her. Ja. Glaube ich. Hatte ich auch. Glaube ich. Hatte ich auch ein Gefühl. Aha. Wenn ich noch nicht unterwegs immer so viele Fehler machen würde. Ah! Ich glaube, ich bin zu langsam. Ich glaube auch. Dem habe ich nicht gerechnet. Was kommt da denn jetzt alles noch hin? Ja, wir sind aber fast am Ende. Okay. Na, dann muss ich dann hoch und wieder runter. Mhm. Wie gesagt, kannst du ein Safe State setzen, mein Beutel ist. Aber die Lava war noch wahrscheinlich verhältnismäßig weit weg, hoffentlich. Sonst wäre ich zu langsam gewesen. Wie schneller wie das kann ich eigentlich auch nicht. Okay. Oh, da kannst du auch normal springen, du brauchst ja keinen Doppelsprung, einfach hochspringen auf die Plattform. Okay, good, good to know. Kleiner Tipp. I will try. I wanna try. Es ist auch ein Fangame, ein ganz gutes Fangame. I wanna try. Oh Gott.
Ist wie ein modernes, besseres Boshi. Mhm. Naja, was besser ist, weiß ich jetzt nicht. Oh! Schade. Jo. Aber von der Lava her sieht es ganz gut aus. Ich glaube, das schaffst du dann. Okay. Aber du gehst ja dann ganz schnell hoch. Bin immer noch nicht gewillt, einen Safe-State zu setzen. Da reicht mein Ehrgeiz noch aus, dass ich das noch spielen möchte. Ja. Ja. Oder? Nice. Nein. Ich spule mal zurück. Ich will mal wissen, wie weit es noch geht. Das ist Ende. Aber da kannst du nicht doppelt springen. Da kannst du nicht hin doppelt springen. Ah, da muss ich dann aber. Ja. Hier runter nochmal und dann rüber. Genau. Ach Gott. Okay, jetzt habe ich hier jetzt. Gut, ah, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid, was zu tun ist. Oh Gott, wenn ich da oben bin, wird die Aufregung wieder zu groß sein. Mm. Aber dann weiß ich jetzt auch von der Zeit her, dass das alles gut machbar ist. Wie lange nehmen wir schon mal auf? Wir sind jetzt bei dieser Aufnahme bei 56 Minuten und das vorhin waren ja 20 Minuten. Alles klar. Also das kann man dann schon als 1-2 Stunden Part einfach mal hochladen. Dann hat man auch gleich das komplette Spiel. Also ich brauche jetzt noch 3 Stunden, bis wir hier oben sind. Das hat sich von Anfang an nicht sicher angefühlt. Hm. Habe ich gemerkt. Na, ah, Mann. Ich bin nach links als erstes, gut. Ach, Menno. Das gibt's doch nicht. Okay. Das so lasse ich nicht traurig auf mir sitzen. Das machen wir nicht. Nein, das ist so sad. Okay, ja. Dann gucken, wie weit ich noch hinkomme. Tragisch, ey. In der Lava sterben, das ist auch. Ich weiß nicht, ob das Date gut ist, wir werden es rausfinden. Ja, schon. Aber das machen wir jetzt kurz so zu Ende. Ja. Ich verbuche das als Ziel, dass ich auf diesem blöden Springboard gelandet bin. Mhm. Okay. So. Nice. Good. Hey, Shigeru. Ey, komischer Vogel. Das ist Anti-News, das ist SSB Rocker. Aber gerade an, jetzt hört's auf, dass ich noch weiß, was das hier darstellen soll. Das ist Gyro von Jojo, den habe ich ja im Moment als Profilbild. Ah, okay. Und Kirschen. Ja. So viel Spaß. Oh, Bossfight habe ich mir schon gedacht. Okay, das ist jetzt aber dann so ein. Nee, ist es so eine Halbdurchhalte-Ding wahrscheinlich, weil ich muss auch das Ding abschießen, vermutlich. Ja. Ah, hat schon mal gut funktioniert. So, und hier
habe ich die Änderung gemacht, dass du direkt beim Boss spawnst. Ja, sehr gut. Ohne Transition, ohne Musikänderung. Einfach sehr direkt gut. Weiter. Hat Ach, das war vorher nicht so. Ja, hat sich Biopsia darüber beschwert. Ah ja, kann ich verstehen. Weil das ist ja eben genau das, was er so mag, ne? Diese Ding. Und wenn das dann nicht flüssig spielbar ist, da ist er dann nicht so begeistert. Ist aber auch so bei Kaiserspielern. Sie wollen nicht gerne warten. Ja, klar. Oh, Bruder. Okay, mal gucken, wie lange das jetzt hier dauern wird. Eine Sekunde ist zu lang. Naja. 2-3 Sekunden. Aber nee, das ist eine gute Änderung. Oh, ich muss. Ist das immer in der gleichen Stelle, muss ich rausfinden, wo das ist? Also die. Oh, Cherries das ist immer nicht random. Immer der. Oh, Bruder. Ja, die sind random. Ach du Schande. Ach du Schande. Ist ein RNG. Okay, vielleicht sollte ich mich nicht aufs Schießen im Moment konzentrieren, sondern erstmal nur auf das Muster, was die tut. Die Frucht hat übrigens Iframes, also du kannst einfach nicht drauf mashen. Okay. Sie hat Invincibility Frames. Alles klar, alles klar. Ja, dann können wir eh nur einmal. Ja, ich verstehe. Dann schieße ich einmal und kann mich danach konzentrieren aufs Ab-Ausweichen. Ach, Bruder. Okay. Bruder, was? Ich hab nicht gesehen, woran ich gestorben bin. Hilfe. Das war nicht so gut. Ist übrigens mein erster richtiger Bossfight, den ich je gemacht habe. Ja. Dann gleich sowas hier. Ja. Direkt den schweren Shit raus, anstatt einfach so ein easy Nintendo-like Bossfight. Ja, richtig. Eieiei. Oh, Bruder. Okay, nice. Oh! Ich dachte, ich wäre da safe. Aber die Attacke mit den roten hast du schon verstanden, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, beim nächsten Mal wirst du aber nicht wie immer. Weil beim ersten Mal funktioniert es immer. Ja. Am besten bei der letzten Attacke, wenn er die ganz schnell schießt, am besten nicht Double Jumpen. Okay. Höchstens einen Sprung, aber keinen Double Jump. Und du baust dir dann eine Wand. Das ist dann nicht so gut. Romancing Saga 3 Musik übrigens. Ach, Bruder. Ah, da war ich zu greedy. Ah. Oh, nicht getroffen. Egal. Wo laufe ich denn hin? Oh, ich Depp. Das ist nicht Kaiser, das ist Standard. Seht ihr das denn nicht? Das ist ein Standard-Bossfight.
Absolut. Ja. Mein Sonnenboss, so Bosse gab es auch in Jump und Jump Half, also. Das kann gut sein, ja. Oder? Okay, gut, das ist die Attacke raus. Okay. Ich bin ein Depp. Ah, mein Gott. Schön. Ja, gut. Oh, nice. Bruder. Boah, der war frech. Fies. Nein, ich muss irgendwie noch Muster finden, wie ich da runter durchkomme dann. Ja, wie muss ich da wegkommen? Aber soweit klappt es ja schon ganz gut. Aua. Mhm. Wir lernen, wir lernen. Wir lernen, richtig. Ach komm. Menno. Oh ja, aber richtig viel Quatsch hier. So, jetzt mal wieder hier in der Phase. Ja, Leute, wenn ihr einen Boss braucht für euren Hack, fragt mich bitte nicht, ich mache keine Commissions. Oh, Bruder! Ich habe einmal eine Commission gemacht, eine Oberwelt, das war's dann. Ja. Ach Mann! Ich denke immer nicht dran, dass der so schnell ankommt. Oder die, oder das, oder was auch immer. Der, die, das. Ich will damit schon vorwegnehmen, dass nach der Hälfte der Lebensleiste die zweite Phase kommt. Also du musst jetzt nicht den ganzen. Du musst den ganzen Boss nicht. Es ist nicht alles eine Phase, okay? Okay. Also musst du das hier nicht 50 Mal machen. Okay. Weil die Attacken loopen, ja. Nach der Zeit. Ja. Okay. Die kenne ich noch nicht. Nee, was zur Hölle? Wie gehe ich denn da jetzt raus? Jetzt habe ich natürlich noch keine Ahnung, wie ich diesem Fadenkreuz ausweichen kann. Okay, ich glaube, wir werden mal die Phase uns ein bisschen mit Save States erstmal angucken. Ja. Dann entscheide ich, ob ich das nochmal ohne spiele. Oder? Ich kann bestätigen, dass es ohne geht. Ich habe es auf meiner echten Super Nintendo gespielt. Das glaube ich sofort, dass es ohne geht. Natürlich. Muss es nur auch hinkriegen. Hm. Irgendwie habe ich meine Save-Tasten trotzdem nicht so benutzerfreundlich. Du spielst aber auch auf Tastatur. Ja. Solche Spiele sind einfach auf der Tastatur. Solche Warner-Spiele. Das stimmt wohl. Also hast du ein kleines Vorteil, ja. Oh, Bruder. Okay. Wir nur mal ein bisschen gucken. Wenn ich noch gar nicht weiß, was da alles kommt. Ja, das ist, glaube ich, mit Saves jetzt auch gar nicht so sinnvoll, teilweise. Oh, shit! Okay.
So, jetzt wollen wir erstmal hier vorbei und gucken. Ja, da kannst du entweder zwischen den Kirschen, zwischen den gelben Kirschen oder zwischen den Kirschen und zwischen die große Frucht durch, wenn da keine Möglichkeit ist. So, und jetzt kommt dieser komische Schuss. Oh. Ja. Ah. Okay, also doch sowas in der Art, okay. Ah, Bruder. Ja. Bitte zähl es länger. Ah, ich darf nicht da wegspringen. Ich muss eher langsam laufen wahrscheinlich. Ja, das sind diese. Oh Gott. Bruder. Okay, und dann. Ja. Kommt hier von plötzlich von da. Okay. Mhm. Ah! Ja, okay. Ich lerne das nicht, Mitte. Oder ich glaube, jetzt habe ich hier ein ganz gutes Konzept. Mal von links nach rechts und wieder zurück. Und dann kommt sie zu mir und dann haue ich ab. Die kommt immer da, wo ich bin. Ach so! Ja. Oh, nee. Auf deiner Position. Deine X-Position. Ah, oh, das ist nicht gut. Au. Hast du das mal auch gecheckt? Ja. Jetzt kommt sie also zu mir. So. Oh. Gut. Klar. Ja, okay, und das muss ich bis zur Hälfte durchziehen. Ja. Ach du Scheiße. Wenn du ganz gut bist, dann brauchst du nur. Ja, so zwei Loops. Ja. Bin ich nicht. Ja. Ah, dann kenne ich jetzt alles. Okay, dann staten wir da jetzt mal uns da jetzt ein bisschen hier durch hier. Kannst du mal einen Livestream machen, wie du den ohne Saves schaffst? Ne? Das würde ich zu gerne, aber nope. Kannst du ja im Unterricht machen, kannst du deinen Schülern zeigen, wie das ist. Ja, machst. Absolut. Ja, hier kann bei der Phase kann man schon recht gut treffen, wenn man sich nicht dumm anstellt. Bei dieser roten Bärenphase, ich sag mal Bären, Hirschenphase, kannst du auch hier gut jetzt schießen. Ja, das stimmt. So. Hier kann ich nichts tun. Ach Gott. Nee, das würde ich am Stück, glaube ich, nicht so schnell schaffen. Ah! It's okay, nicht jeder kann The Rumhack sein. Genauso wenig wie The Guy. Okay, jetzt haben wir gleich die. Nein! Ah. Oh. Kein guter State. Kannst du rewinden, oder? Ja. Kein guter State. Okay, nehmen wir den. So. Okay. So, jetzt kommt die wieder zu mir. Ich verzichte dankend. Genug Kirschen. Kann ich ihn wieder oben treffen, so ein bisschen theoretisch. Ja, wenn du beim zweiten Mal da runterkommst, kannst du ihn treffen. Beim ersten Mal nicht. Ja. Habe ich so drin gelassen. Einfach. Für Speedrunner. Ich möchte gern mal einen Test von diesen Hacks sehen. Das könntest du theoretisch bekommen. So, was geht okay, jetzt nice. Ab? Ja. Jetzt machen wir erstmal wieder ohne Save State die Stelle ab hier.
Der Frontboss. Ach, den kann ich auch abschießen. Mhm. Oh je, okay. Okay, ich verstehe. Das ist alles am Stück, uiuiui. Nee, das ist da, ist dann mein Ehrgeiz nicht ausreichend. Der Vulkan war okay. Bis auf, dass ich das Springwort versaut habe am Ende. Aber das hier würde ich am Stück, glaube ich, nicht so schnell schaffen. Da bin ich schon ganz froh, dass wir hier selbst. Musst du auch nicht. Wenn du den Form besiegst, kriegst du einen Save Point. Ach was? Ja. Ah, okay, ja, okay, aber bis hierhin ist auch schon ziemlich krass für mich. Also darf gerne jeder selber ausprobieren. Ich bin stolz auf jeden, der das schafft, aber. Nee. Ich glaube, Stevie will hier auch jetzt nicht noch eine Stunde sitzen, bis ich die erste Phase mal ohne Selbstsetz geschafft habe. Also ich sitze nicht, ich stehe die ganze Zeit auf meinem Stehpult. Ach so. Ja. Machst du einen auf Lehrer? Natürlich. Ja gut. Ich kann ja auch nicht. Auch beim Stream stehe ich die ganze Zeit. Okay. Bis ich dann mal nicht mehr kann. Wie viel hält der aus? Okay. Nice. Save Point. Oh, ich hab's sogar der erwischt, den Save. Ja, hi. Ah, okay, die tut hast du ausgewichen beim ersten Mal. Nice. Okay, gut, also dann. So. Schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Hast du eine Miku und eine Riesenfrucht? Nenne eine bessere Combo. Oder zwei hat so eine Miku. Ikonische der Combo. Nehmen wir mal Iconic Duo. Mein Gott. You can't. Oh, das war nicht so klug von mir. Das auch nicht. Kann mich nicht auf beide Sachen gleichzeitig konzentrieren. Bei der Attacke ist es am besten, wenn du rechts stehst. Okay. Weiter rechts. Ja, weil ich dann den Bären am besten ausweichen kann. Ja, vielleicht konzentrieren wir uns erstmal wieder aufs Ausweichen und nicht aufs Schießen. Merke gerade, dass die blauen Bären falsch rum sind. Inwiefern? Das kann ich nicht so akzeptieren. Die sollen erst zu mir schießen, oder wie? Nee, die sind einfach geflippt, die Grafiken. Hä? Naja. Ich weiß legit nicht, was du meinst. Sie sind gespiegelt. Ja, aber was ist daran schlimm? Es ist nicht konsistent. Aber sie kann doch aus der anderen Richtung schießen. Ja, aber die Beleuchtung ist dann auch falsch. Okay. Das Highlight von Dingen. Okay. Oh. Ach, Bruder. Ach, Bruder. Ach, pff. Hä? Ja, da gibt's einen Safe Spot, aber da kannst du nicht. Okay, ja. Wurde geplagt. Ah, das sind blaue. Ich kann die Dinger einsammeln. Ja. Ja. Aber auch richtig oft jetzt die Bäre getroffen, muss ich gestehen. Aua. Mhm. Jetzt siehst du auch gleich, was ich meine. Ja. Ja. Ich meine, du weißt ja, was ich meine, aber ja. Es wäre mir so egal. Das macht das Spiel doch unspielbar. Natürlich. Das nicht zu akzeptieren.
Nee, ich mache jetzt kein Update dafür, das wäre dumm. Bruder! Okay. Jetzt geht das wieder los. Ja, die Phase ist aber deutlich kürzer. Ja, aber das würde ich nicht am Stück. Nee. Zumindest nicht so schnell. Vielleicht irgendwann mit genug Geduld, aber nicht. Ich habe bis jetzt nur Biop gesehen, wie er den Boss geschafft hat. Auf einem Stream oder so. Jetzt glaube ich sofort, dass er den Boss schafft. Da habe ich keinen Zweifel dran. Ja. Der spielt ja noch viel, aber viel schlimmere Sachen. Aber er hat auch ein bisschen lang gebraucht. Ja, okay. Oder ich will den nicht treffen. Ich habe das Ganze angeschaut. Ja, gut. Ich würde ja nicht mal einen Durchgang durchschaffen. Geschweige denn das mehrmals, bis der weg ist und den auch noch abschießen dabei. Nee, das wäre zu krass. Oh shit. Oh. Okay. Aber ja, bin happy, wie der Boss geworden ist. Ja, der ist ja auch absolut nicht schlecht, nur nicht für nichts für mich. Also wenn Biop sagt, der Boss ist richtig gut, dann ja. Ja. Hat er auch gesagt. Glaube ich. Ne, der Boss ist ja auch gut. Das will ich ja gar nicht. Dagegen gibt's ja gar nichts zu sagen. Ach, Bruder. Ach, Bruder. Kannst du auch ein bisschen das RNG ein bisschen manipulieren, indem du Tasten drückst. Das kannst du auch machen. Okay. Oh. Okay. Die letzte. Ja, das könnte jetzt der letzte Durchgang sein. Boah, aber wie oft ich das am Stück hätte jetzt schaffen müssen. Nee. Das ist echt krass. Ach nee, Mann! Also zwei Durchgänge bei den beiden Phasen sind so optimal. Ja. Wenn man gut ist. Denke ich mal. Genau, werde ich dann mal bei einem Task sehen, falls der. Es gibt ja, es gibt schon Stellen, wo man sie öfter treffen könnte, als ich sie jetzt getroffen habe. Das ist ganz als klar. Als jemand mal einen Task macht. Oh. Okay. Oh. Ich glaube, wir haben uns beide gleichzeitig gekillt. Super, ich mag es, wenn mein Laptop das keine Batterien hat. Ach Mann! Jetzt kaputt hier! Wir hatten es doch schon. So, was jetzt los? Ja, natürlich. Ja, die letzte Attacke. Ich meine, man muss schnell genug zu der Bäre, also man muss sie schnell genug erledigen, bevor die zu einem kommt. Genau. Okay. So eine Strategie. Mal gucken, ob die funktioniert. Am besten wäre es, wenn du Springen und Schießen gleichzeitig drückst. Ja, und das. Auf das Springen fokussieren. Das ist das, was ich gerade. Du kannst den Turbo-Button machen. Du kannst einfach Turbo-Button. Turbo-Springen und Turbo-Schießen. Das funktioniert. Das, was ich gerade versuche. Ah! No! Ach Gott, wenn man hier stirbt, startet man hier wieder! Natürlich. Oh mein Gott, ich dachte, es wäre zumindest nochmal ein neuer Save-Point oder das so. Das war beim Thrump auch so, wenn du bei dem stirbst, startest du... Oh boy! Ja, oh Gott, da wäre ich ja super mad. Wenn ich das jetzt bis hierhin geschafft hätte und dann würde ich
hier gestorben. Oh mein Gott. Du wärst super mit? Ja. Ich weiß nicht, ob dich Miko holt, wenn du da in der Mitte stehen bleibst. Muss nur schnell genug sein. Ja. Ach nee. Okay, das passt dann. Ich glaube, das passt. Ach, Bruder. Ich kann mich erinnern, wie du in einem meiner Hacks gesagt hast, ja, der Stevie baut schöne Sachen. Ja. Tut er ja auch. Ich habe ja, es ist ja nicht schlecht, was du hier gebaut hast. Es ist ja nur schwer. Ja, mit schön meinst du halt so, ja, schön spielbar, schön nett, schön einfach. Wir haben bei SMW-Hacks war es aber so. Ja, das ist ein SMW-Hack. Ja, aber er soll ja trotzdem. Oh. Ah, fast. Er soll ja trotzdem I Wanna Be the Guy simulieren. Ja. I Wanna Be the Guy kann an sich nicht komplett schön sein. Könnte, aber das ist nicht der Punkt von meinem Wanna Be the Guy dann. Richtig. Das wäre ein schöner Plattformer sein, aber ja. Schon. Oh nein! Hä? Nicht nice! Was ist passiert? Ihr seid beide gestorben. Ach no. Das ist ein Draw. Nee, ich stehe am besten ein bisschen weiter rechts. Okay, ich wollte gerade sagen, ich gehe ein bisschen weiter rüber, dann kann ich das trotzdem noch so machen. Ja, genau so. Und dann sehe ich die Dinger weniger. Aber ein bisschen weiter wird ja schon reichen. Bisschen weiter nur. Sehe ich nicht genug. Genau. Ich glaube, ich darf nicht so dauerhaft schießen. Ich bin da zu unkonzentriert, was das Schießen angeht. Ich kann ja eh nicht die ganze Zeit auf sie, also auf die Beere. Auf die Beere, auf den Apfel, auf die Tomate, ja, auf die Kirsche. Auf die Grapefruit. Ich weiß nicht. Es ist einfach eine delicious fruit. Ja, richtig, ist eine Frucht. Ja, ich glaube, wenn ich mich mehr aufs Springen und weniger aufs Schießen konzentriere, ist das ganz gut. Da kann ich auch nicht zwischendurch staten, das muss jetzt ohne State funktionieren. Irgendwie muss das jetzt klappen. Ja. Nice. Ja, okay. Ich glaube, es wird besser. Ich glaube, es wird besser. Es wird nicht besser. Hey, was war das denn? Ihr Optimismus. Och doch, es wird gefühlstechnisch wird es besser für mich. Ich habe das Gefühl, es besser zu kontrollieren. Auch wenn ich noch sterbe, aber ich habe das Gefühl, es besser zu kontrollieren. Ja, doch. So ein bisschen hin und her sogar gehe.
Ja, doch. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Jawollo! Fast! Oh, okay. Ah! Okay, da habe ich den Dings nicht mehr erwischt. Den Dings nicht mehr erwischt. Den Knubbel. Den Pfeil. Den Ball. Den Ball. Ach Mann. Hä? Wieso habe ich das jetzt nicht erwischt? Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Aber es fühlt sich trotzdem besser an. Aber wir wären immer noch bei der ersten Phase, wenn wir jetzt nicht. Wenn ich nicht da durchgesaved hätte. Also das. Das ist krass. Alles am Stück. Das ist krass. Nein! Warum? Warum habe ich den verhauen? Ich hab's doch eingesammelt. Ich hätte doch noch mal springen können. Oh, komm schon. Wobei. Nice. Du kannst in der Lava stehen, by the way. Okay. Hätte ich mich jetzt nicht getraut. Tschüss. Tschüss. Ja, und GG. Puh. So, aber wir sind noch nicht fertig. Erst die Credits. Ja, gratuliere. Du auch bist dann der sind wir noch nicht fertig. Ja. Aber hey, du bist der ROM-Hack. Ja, ich bin nicht der ROM-Hack. Ein ROM-Hack wäre ich, wenn ich so eine States gespielt hätte. Uff. Little Goomba, Spiky Spiny. They finally learned to stay on ledges. Ja, Mensch. Ich, 5 Leute, ja. Lakito went back to being a nuisance after Mario Kart. Mhm. Da kommt doch bestimmt jetzt Biop wieder vor, wie in jedem SMW-Hack. Aber in dem wahrscheinlich gerade nicht. Richard. Oh, Achtung, du musst springen. Tatsächlich? Kann ich nicht. Ja, musst springen. Spaß. Nö, kann ich nicht. Wie gesagt. SM-Patches. Da ist nicht bei den SM-Patches manchmal Biop dabei? Nee, bei dir da nicht. Du hast das. Ich glaube, hier ist er nicht dabei. Hier bei den SM-Patches. Irgendwas hat er ja gemacht, was in fast jedem Hack vorkommt. Deswegen taucht er dann da immer überall auf. Ach, hier, über ASM. Guck mal, da ist er. Genau. Prefers to go by William now. Bullet Will. William Bill. Delicious food, what's the deal? Man weiß es nicht. Ein kleiner Anspieler an Fruit Dealer aus Colo Crew. Ah. What's their deal? Verstehst du? Hier, der Biop. Bei Tools auch. Da ist auch wieder, jawohl. Er hat das Interaction-Tool gemacht. Also ich habe die Hitbox vom Kit kleiner gemacht. Mhm. Okay, das Ding. Da ist er. Bossfight bei Stibby. Thank you for playing. Sehr schön. Das war ein tolles Abenteuer. Absolut. So, wir sind aber wie gesagt immer noch nicht durch. Achso, Continue war wahrscheinlich nicht die beste Idee, ne? Ja, du kannst einfach restarten.
dann müssen wir das so rummachen. Oder mach ein Safe States, wo du die, wo du es schon geschafft hast, einfach zur Erinnerung. Ja, das haben wir im Video, alles gut. Ja, okay. Okay. Alles gut. So. Ja, jetzt. Guck mal, was du da gebaut hast. Mal sehen wir mal deine Needle Skills. Der Raum sollte auch ein bisschen schneller laden als bei der vorherigen Version. Okay. Auch danke an Biop für den Feedback. Oh, nee, nicht an Biop, sondern HF. Denn der meinte, dass sie, dass ein paar Grafiken einfach. Es werden Grafiken geladen, die einfach nicht benutzt werden. So. Ah, okay. Geh hier gerade mal mit Sales durch, weil wir schon ja, recht weit drin sind. Jo, jo. Okay, nice. Weil das natürlich auch wieder am Stück das herausforderndere wäre, aber passt schon. Ja, GG. Achso, es war nur der eine Raum. Ja. Ja, okay, dann können wir das schon nochmal kurz probieren. Dann können wir das schon nochmal kurz hier probieren. Ja, es könnte aber länger dauern, ne? Ja, okay. Dann nicht. Dann gehen wir nochmal in den anderen Raum rein, dass wir das nochmal sehen. Der Effekt hier heißt übrigens Dark Glass. Es ist in der Über-ASM Section. Ah, er hat okay. Danach gefragt, was es ist, wie das gemacht ist. Dark Glass. Something. LMF. Ich bin überrascht, dass er sich nicht mit Color Math so auskennt, weil. Er macht ja so viel ASM. Ja, da würde ich mich auch nicht auskennen, aber. Ja, du. Das heißt bei ja dir nix. Ist es logisch. Machst du ja kein SMW-Hacking. So, okay, da haben wir den Hund nochmal. Ja. Hier ist your prize und da kommt man wahrscheinlich dann in den Anfang zurück. Genau. Ja, alles klar. Ich sehr den, gut. Das ist sehr so ein kleiner Gag-Room. Ich habe hab nicht mal erwartet, dass man den so einfach finden kann, aber naja. Ja, also ich hätte ihn jetzt nicht gefunden. Bis jetzt haben die meisten das gefunden, wenn die das nicht es gesagt aufgenommen hättest. Haben, meine ich. Ja. Okay, dann ist es ein gutes 2-Stunden-Video, wenn ich beide Sachen zusammenpacke. Jetzt sind wir bei 1,36, fort mal 20 Minuten. Mhm. Ich denke, das geht. Das kann man sich, wenn man das möchte, kann man das mal am Stück sich anschauen oder halt abschnittsweise. Aber das muss ich jetzt nicht noch in Parts aufteilen. Ein Spezialvideo zwischendurch ist okay. Yep. Gut, dann danke ich dir fürs Empfehlen. War auf jeden Fall interessant. Den Boss habe ich halt nicht ohne States geschafft, aber alles andere bis auf den allerletzten Sprung im Vulkan. Ja. Den kann man eigentlich auch sagen, habe ich nicht ohne States geschafft, aber naja. Ansonsten habe ich, glaube ich, ohne States gespielt. Und du hast ja auch sehr viele Safe-Blöcke gesetzt, was sehr gut war. Ja. Nee, genau. War schön. Kannst du gerne einen großen Hack bauen, den ich dann so in 5 Jahren spielen kann. Ja, mach ich dann mal. ich werde es dann auch auf Delicious Fruit und die Awana Wiki veröffentlichen. Ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Mhm. Gut, dann schließen wir erstmal den Part ab. Danke fürs Zuschauen. Und ja. Wenn du nichts weiter sagen möchtest, sind wir durch. Soweit. Ja, ich sage auch Tschüss. Uni, die Katze, sagt auch Tschüss. Genau. Und ja. Ja, tschüss. Tschüss.